كما تعلمون حريصون على أن يحصل كل مواطن عراقي على الدعم الكامل لإعادة اندماجهم في المجتمع. Wie Sie wissen, wir arbeiten daran, dass jeder irakische Bürger die volle Unterstützung bekommt und dass er auch wieder integriert nach seinem Rückkehr aus dem Ausland. بعد أن غادروا إلى دول المجهول لأسباب عديدة قد تكون اقتصادية وقد تكون أمنية. Sie hatten viele Gründe, ihr Land zu verlassen. Sie hatten wahrscheinlich wirtschaftliche Gründe, aber auch sicherheitsmäßige Gründe. اليوم الوضع في العراق يتجه باتجاه آخر ويتجه نحو الاستقرار الأمني والاستقرار الاقتصادي أيضا. Jetzt die Lage in Irak ist besser geworden und wir haben auch eine sicherheitsmäßig Stabilität erreicht und auch wirtschaftliche Stabilität. الحكومة العراقية تضع خططا للتنمية المستدامة وبالخصوص وزارة العمل في هذا المجال. Als irakische Regierung, wir setzen Pläne für nachhaltige Entwicklung und wir besonders als Arbeitsministerium. للنهوض بالوضع الاقتصادي او الواقع الاقتصادي وكذلك تهيئة فرص عمل ملائمة للشباب. Um die wirtschaftliche Lage zu entwickeln und auch Arbeitsplätze zu schaffen für junge Leute. من اجل تمكينهم اقتصاديا لدفع عجلة التطور نحو الامام. Wir möchten die jungen Leute wirtschaftlich befähigen und auch uns als Land weiterentwickeln. نحن في هذه الوزارة نقدم الدعم الكامل لشريحة الشباب. Wir als Arbeitsministerium wir unterstützen vor allem junge Leute. من خلال وزارة العمل من خلال دائرة التدريب المهني. Durch Weiterbildungen. وجود مراكز كثيرة في بغداد والمحافظات. Wir haben viele Bildungs- und Weiterbildungszentren in Bagdad und anderen Provinzen. تقدم هذه المراكز تمنح إلى الشباب قروض القروض الميسرة وكذلك حاضنات الأعمال ومنصة مهن التي تم إطلاقها قبل فترة من الزمن. Nach der Weiterbildung erhalten diese jungen Leute auch vereinfachte Darlehen. Wir haben auch die Webseite Mehen, die wir lanciert haben vor einigen Tagen. لهذا نشجع فكرة العودة إلى العراق الطوعية إلى البلد وبمساعدة الجانب الألماني. Deshalb zusammen mit der deutschen Seite wir ermutigen den freiwilligen Rückkehr nach Irak. من خلال توفير كافة المستلزمات لعودتهم بصورة تليق بهم. Meine Damen und Herren, Deutschland hat insbesondere in der Zeit des schrecklichen IS-Terrors vielen Irakerinnen und Irakern Schutz geboten in unserem Land und das aus sehr guten Gründen. سيدتي وسادتي خلال وقت الوقت الإرهابي وخلال الهجوم الإرهابي لداعش قدمت ألمانيا الحماية للكثير من العراقيات والعراقيين وهذا كان لدينا أسبابنا الجيدة. Wir sind zum Glück in einer völlig anderen innenpolitischen Situation im Irak angekommen und das ist auch ein Grund darüber zu sprechen, wie diejenigen, die nicht dauerhaft in Deutschland bleiben können, zurück in den Irak können und hier auch tatsächlich im Irak und in den Arbeitsmarkt des Irakes integriert werden können. ولكن الوضع السياسي الآن أصبح مغاير وهناك وضع سياسي آخر الآن في العراق وهذا هو أحد الأسباب الذي يدفعنا للقول بأن أولئك الذين ليس لديهم الحق في البقاء يجب أن يجدوا هنا خلال عودتهم إلى العراق فرص للعمل وآفاق في سوق العمل العراقية. Es macht aber überhaupt gar keinen Sinn, wenn Menschen sich zurück auf den Weg in ihre Heimat machen, was ja ohnehin auch ein schwieriger Schritt ist in einem Lebenslauf, wenn hier keine Voraussetzungen geschaffen worden sind zwischen der Regierung des Iraks und der deutschen Regierung, die es auch ermöglichen, einen gelingenden, einen guten Neuanfang zu bewältigen. ولكن لا يوجد سبب مقنع او ليس هنالك معنى من او مغزى من عوده اولئك الناس الى وطنهم في حال لا تكون هنالك الظروف المواتيه التي توفر لهم كل سبل العيش لان هذه الخطوه هي خطوه ليست سهله لذلك يجب ان يكون هنالك عمل مشترك بين حكومتينا الحكومه العراقيه والالمانيه في هذا المجال.